Ja, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich schließe noch kurz meine Zimmertür. Ich begrüße euch recht herzlich bei World of Subrace U7. Wir fahren heute von Britz Süd nach Rudo. Das ist eine 7-Minuten-Fahrt. Ich drücke jetzt einfach mal schnell auf Spielen. Achso, warte. Ich hatte nämlich noch gerade mein Bildschirm vergrößert. Drücken wir auf Fortfahren. Man sieht, wir sind jetzt in-game. Ich würde erstmal sagen, YXP für die ganze Lichtschaltung. Dann noch das Sternchen. Und dann würde ich sagen, drücken wir mal die 7 und die 9. Steigen mal aus und schauen uns mal an, dass alles funktioniert. Licht ist an, nach nicht einsteigen, das ist korrekt. Ja, man kann sich halt hier frei bewegen, indem man, wenn man drinnen sitzt, C drückt. Wir sind mit einem vierteiligen Wagen jetzt unterwegs heute. Hier können wir nochmal gucken, hinten ist auch Licht an. Hier sind alle Türen auf. Man kann sich halt durch die Fahrzeuge hier auch bewegen und so. So, jetzt kann man wieder einsteigen. Kann mit Numpad-Taste 4 sagen. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Mit Taste 6. Zurückbleiben bitte. Und mit 8 schließen wir die Tür. So. Tür zu. Ich wäre dafür F1, F2 und F4 sind ja die Schaltungen. Dann drückt man Steuerung, damit wir das hinkriegen. Betriebsfahrt, Rangierfahrt, Pendelbetrieb, Rudo. Dann kann die F4-Tastatur wieder weg. Dann drücken wir Bild hoch, Tab, Q und Leertaste. Holen uns Druck. Drücken wieder Steuerung, damit wir uns wieder frei bewegen können. So, sind. Dann würde ich sagen, fahren wir rein, auf geht's. Ich versuche mal ein bisschen die Lautstärke vom Game so zu drosseln, damit ich auch noch übers Mikrofon zu hören bin sozusagen. Weil es ja doch relativ laut ist. So, wir halten natürlich wie gewollt. Ja. Guck mal, wie perfekt genau an dem Zeichen. Hier auch. Und lassen wir erstmal die ganzen Leute einsteigen. Wenn überhaupt einer einsteigen will. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Wir haben noch Zeit. Mit T können wir dann die Zeit einblenden. Wir sehen unten, wir sind in der Station BR, also Britz Süd. 10.29 Uhr ist Ankunft. Es ist 10.26 Uhr, beziehungsweise jetzt inzwischen schon 27, wie ihr oben links sehen könnt. Und um 10.29 Uhr ist die Abfahrt. So. Wir warten jetzt am Bahnhof. Mal schauen, was da rauskommt. Ich melde mich dann gleich, wenn die Zeit um ist. Leute, da sind wir wieder. Wir haben auch unsere Zeit erreicht. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. 29, jetzt blinkt da vorne das weiße Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das am Signal seht. Unterhalb. Johannisthaler Chaussee. Übergang zum Metrobus. Jetzt kann man unten in die Anzeige schauen, bei JT und der Antenne auf den Links. Ausstieg links. Thank you.
Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. So, Abfahrt ist um 10.31 Uhr. Das heißt, wir haben wieder Zeit. Das kommt je nachdem drauf an, wie schnell ihr fahrt. Habt ihr dementsprechend auch mal Zeit. Die übrig ist, ihr könnt jetzt schon den Ganghebel wieder mit der Tasten, also mit der Pfeiltasten hoch und runter, gibt ihr Gas. Und jetzt könnt ihr Zug nach Rudow zu einsteigen bitte. Weil das weiße Licht leuchtet, und wenn ihr das nämlich schon vorgemacht habt, so wie ich jetzt, und ich werde gleich nach dem Türschließvorgang die Eisenbahn ab, beziehungsweise die Glocke ab. Ja, und ich bin jetzt eigentlich ganz locker gechillt und muss halt auch eingestellt in meiner Stimme, dass ich mich einfach entscheide, dass ich dann alle Sekunden ein paar Mal drücken. Lipschitzallee. Ausstieg links. Nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Kamera reinbraust, hat man eigentlich kaum eine Chance zu landen. Würdet ihr jetzt rüberfahren, wäre die Simulation damit beendet. Das heißt, ihr dürft nicht mehr weiterfahren und müsst aussteigen. Und deswegen warten wir einfach mal hier aufs grüne Signal. Kann jetzt ein bisschen dauern. Man sieht halt immer die einzelnen Signalweichen. WK bedeutet jetzt Wutzki Allee. E1 ist halt die erste Signal, also Einfahrt 1. Das hier ist halt Wutzkiel Allee A1, sprich Ausfahrt 1. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Das Signal noch keine Informationen gegeben hat. Zwickauer Damm.
Ausstieg links. Und da mache ich halt ein Unboxing. Und eventuell danach halt nochmal ein Review. Da bin ich ja immer so ein bisschen, vielleicht mache ich auch nochmal ein Review über meine 1100D. Die ich noch habe, müssen wir schauen, je nachdem, wenn ich die Ausstieg rechts. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ausstieg links. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir machen nochmal eine neue Anwendung. Wir befinden uns jetzt in Budo. Budo ist noch ein bisschen mehr. Eine Wartezeit natürlich. Das ist so das, was ihr gerade zwischengehört habt. Wenn der Druckabfall ist oder wenn der Druck abfällt und die Bahn abrupt bremsen soll, dann zischt das so. So, bleiben wir hier stehen. Lassen wir alle aussteigen. Zurückbleiben bitte! So, wir sind jetzt am Ende. Wir müssen jetzt darauf achten, natürlich, dass demnächst vielleicht mit Endhaltestelle ist, sprich, dass es nicht mehr weitergeht. Deshalb wechseln wir hier schon die Weichen. Sieht, haben wir uns sogar eine ordentliche Verspätung angebaut, weil eigentlich hätten wir 36 schon weiterfahren müssen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal quer durch den Zug hier und steigen auf der anderen Seite wieder ein, um mit der U7 dann wieder zurückzufahren. Hier müssen wir natürlich ich glaube, ich weiß, was ich vergessen habe. Warte, F1XP. P, Bild ab, Ü. Jetzt fahren wir natürlich zu F4. Einen Moment, ich muss mal kurz kommen. Das war mal ein kleiner Einblick hier in U-Bahn-Simulator. Da wir jetzt eine relative Verspätung haben von fast 10 Minuten bald, würde ich sagen, höre ich jetzt hier an dem Punkt auf. Ich danke euch dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder was auch immer ihr habt. Es kommt garantiert nochmal eine Rückfahrt, wenn ihr es euch wünscht. Ich kann auch nochmal probieren, den alten Zug zu fahren. Es gibt ja nicht nur den neuen, wie ihr gesehen habt, vielleicht zwischendurch. Es gibt auch noch den alten, ja. Und ich denke mal, ich werde mich jetzt Richtung Rudo geben. Man muss wohl bemerken, dass da immer weit drauf sind, ne? Ging das? Mit alt, glaube ich, ne? Ja. Mit alt. Oh, Hilfe, ich bin auf die Schiene gehüpft. Ich laufe auf den Stromding. Also ich kann nochmal versuchen für euch extra hier. Oh mein Gott, der Kollege, nein!
diese Bahn hier zum Laufen zu bringen. Leider ist es so, glaube ich, dass man nur Vierer fahren kann. Es gibt auch Sechser, die man theoretisch auch fahren könnte, aber die kann ich leider nicht fahren und von daher, ja, ich versuche nochmal das Ganze zum Laufen zu bringen und so und würde mich dann nochmal melden, wenn ihr denn wollt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, bald kommt das Unboxing zu meiner Canon EOS 70D bzw. zur Canon EOS 70D. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, haut rein. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.